Leute, was geht und willkommen heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute bewerte ich wieder ein neues Getränk und tatsächlich ist es mal wieder eine Fanta. Diesmal ist es Fanta Strawberry Kiwi und ich bin euch ehrlich, ich glaube, die wird mir wirklich null schmecken. Ich glaube, das wird das schlechteste Getränk sein, was ich jemals auf meinem Kanal bewertet habe. Das ganze Meisterstück hier aus, Strawberry Kiwi, so. Also ich finde, die Verpackung sieht ehrlich geil aus. Ich finde, das ist mit einer der schönsten Designs, die ich sogar bei einer Fanta gesehen habe, bin ich euch ehrlich. Ich finde, das sieht wirklich geistkrank clean aus. Aber ich bin weder Erdbeere-Fan noch Kiwi-Fan. Soll daraus werden. Trotzdem sagen, dass wir dem Ding mal eine Chance geben, weil ich möchte auch Getränke probieren, die ich gar nicht mag, um euch dann zu sagen, ja, dass ich die gar nicht mag. So Leute, jetzt kommen wir zum Review. Oh yeah! So sieht das aus, okay. Es sieht auf jeden Fall so rötlich aus. Ich hätte mich auch gewundert, wäre das nicht rötlich gewesen, weil ich meine, die ganze Fanta ist rot konzipiert, also muss das ja auch rot sein, ist ja auch Erdbeere. Ja, probieren wir mal, ne? Es riecht sehr erdbeerig. Vielleicht ist das nicht mal die schlechteste Fanta, weil schlecht riecht sie jetzt auch nicht, aber ich probiere es jetzt mal. Ich glaube nicht, dass sie mir schmecken wird. Ich glaube es nicht, aber ich probiere es jetzt mal. Okay, es ist nicht das schlechteste Getränk, was ich auf diesem Kanal probiert habe, aber es ist eindeutig auch nicht das beste Getränk, was ich jemals probiert habe. Es ist in meinen Augen eine saftige 2 von 10. Ich genieße das gar nicht, wie man sehen kann. Ich mag keine Erdbeere, ich mag keine Kiwi. Und dann beides kombiniert in einem Getränk. Ich weiß auch gar nicht, wie man mit Erdbeere-Kiwi zu einer Kombination kommt. Also ich weiß, ob das eine Standardkombination ist, die so öfters Leute machen. Aber ich habe das noch nie gehört und ich möchte es auch nicht weiterhin hören, weil die Fanta schmeckt mir gar nicht. Also ich werde sie auch nicht leer trinken. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit dieser Fanta anstellen soll. Ich will sie auch ungern wegschmeißen, aber ich werde sie halt wegschmeißen. Wer wird sie sonst trinken? Ich bin alleine in meiner Wohnung. Ich kann sie keinem geben. Die Fanta wird leider leiden müssen. Aber wenigstens 25 Cent Pfand. Ich will jetzt ganz, ganz krasse positive Resonanz sehen, weil ich jetzt 1,70 Euro für ein Getränk ausgegeben habe, was ich zu nicht mal 1% enjoye. Also wirklich, ne? Ich gebe es nochmal hier einen Try. Ist gar nicht meins. Es schmeckt sehr erdbeerehaltig. Also, Kiwi finde ich, schmeckt man gar nicht so krass raus, aber sehr, sehr krass halt diese Erdbeere. Und das ist mir ein bisschen zu streng. Und wenn ich schon keine Erdbeere so richtig mag und dann das dann viel zu erdbeerig schmeckt, aber Leute, die Erdbeere mögen, für die wird es, glaube ich, richtig geil schmecken. Für die wird es wirklich gut schmecken, aber Leute, die halt keine Erdbeere mögen, so wie halt ich, die feiern das nicht. Ganz und gar nicht. Eindeutig ein 2 von 10, wenn überhaupt, auf ganz lieb gesagt. 1 von 10 wäre eigentlich auch, 1 von 10 würde auch passen zu dem Getränk. Es ist gar nicht meins. Mir kommt schon fast die Kotze hoch. Warte. Das war kein enjoyter Rülpser, weil eigentlich, wenn ich auf meinen Videos dann rülpse, heißt es, dass ich das Getränk meistens genossen habe. Das habe ich nicht genossen. Das war ein Kotzrülpser. Rülpser. Leute, das war's mit diesem kurzen Review von der Fanta Strawberry Kiwi. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, liebe Leute. Ich grüße Adrian. Und ich glaube, sonst hat keiner nachgefragt. Aber lasst mich schauen, ob auch jemand nach Grüße gefragt hat. Tatsächlich war Adrian der Einzige, der nach einer Grüße gefragt hat, deswegen ich grüße Adrian und Leute, join meinen Discord-Channel, weil ich werde ihn lebendig machen. Link ist in der Biografie. Ciao.